Hallo und herzlich willkommen zum siebten Teil. So, ne? Zum siebten Teil meiner Reihe über Dynacaps, beziehungsweise wie du zu einem Amp das richtige Dynacap wählst. Heute mit dem Thema Jazz Sound. So, ich habe hier für Jazzgitarre meine Sailin Jazz von Strandberg, weil ich einfach mit den großen Gitarren, die ehrlich gesagt ein bisschen jazziger klingen, okay, die klingt sehr jazzig, aber die, so die Ibanez, die ich hatte, klingt jazziger, aber ich komme mit denen nicht klar, weil mein Armwinkel falsch ist. Und ich habe mich halt entschieden, dass ich mich nicht mehr selbst kasteien will auf meine alten Tage. Ich bin jetzt 46 und spiele deswegen eine Gitarre, die sich unfassbar gut spielen lässt und vielleicht ein bisschen weniger jazzig klingt, aber immer noch sehr jazzig. Ich meine, die Gitarre heißt Jazz. Insofern wird sie schon Jazz genug klingen. Und es gibt ein paar große Gitarristen, einen großen Gitarristen, der sehr geil ist, der die spielt. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Findet man auf der Strandberg-Homepage. Klingt übrigens schon sehr jazzig, hör mal. Das ist der Sound aus dem allerersten Teil. Das ist einfach der Bandcommander mit der entsprechenden Box. Wir werden jetzt hier aber einen anderen Amp nehmen. Und zwar nehmen wir mal den klassischsten Jazz-Amp, den man sich vorstellen kann. Das ist der JC120 Roland Jazz Chorus. Und wie finde ich den am besten? Wahrscheinlich gebe ich 120 ein. Mal gucken. Jo. Jazz 120 und ich glaube, da gibt es ein Cap zu. Und da müssen wir ein bisschen tricksen. So, gibt es ein Jazz 120? Gibt es 2x12 auf jeden Fall? Ich guck mal. Super 6. Bin wahrscheinlich einfach blind. Ich guck mal in meiner Liste hier. Und suche einfach mal Jazz Chorus. Okay, ich habe jetzt länger gesucht und tatsächlich ist der ausnahmsweise nicht drin. Also JC120 wurde noch nicht zu den Dynacaps hinzugefügt. Kommt bestimmt noch. Solange nehmen wir einfach mal einen Jensen bestückten Fender Twin Reverb Combo. Also den Cap davon, die IA davon. Beziehungsweise Dynacap. Und das ist die 24. Und wo ist es? Double Verb heißt der? Ja, genau. Den nehmen wir so lang. Und den wähle ich gleich in den nächsten Slot auch ein. Double Verb, 2x12. Und wir hören mal. Ich mache mal so ein Bossa-Ding und dass wir hier einen Loop haben. Genau, sowas mache ich. Ja, zum Schluss, das war ein Unfall mit diesem Oberton, ne? Dass er denkt, ich könnte sowas bewusst erzeugen. Klingt aber geil. Hörst du jetzt ein paar Mal. So, ich werde jetzt versuchen, den richtig einzuwählen. Ich habe zuerst mal dem Amp den Gain genommen, weil irgendwie war da Gain drin. Und der Gain von einem Jazz 120, sorry, klingt absolut kacke. Viele Jazz-Gitarristen, muss ich dazu sagen, regeln den Sound, also die lassen das in der Mitte stehen und regeln den Sound an der Gitarre runter mit dem Tonpote. Ich bin da kein Freund von, ich habe das lieber voll auf und stelle mir das alles beim Amp ein, weil eventuell will ich auch andere Sachen mit der Gitarre spielen, dann weiß ich nicht mehr genau, wo ist denn der Tonpote am besten. Ich stelle das halt lieber im Exifix ein, weil ich habe da programmierte Sounds, dann kann zack, 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 zack und dann klingt es genauso, wie ich es will, ohne dass ich mir merken muss, wo der Tonregler steht. Ja, finde ich viel besser, deswegen ich arbeite auch kaum im Volumenregler. Wenn ich Sounds mit Volumenregler nachmachen möchte, nehme ich mir einfach einen Volume-Block und setze ihn davor. Finde ich wesentlich sinnvoller. Gut, hören wir mal und stellen ein. Amp bleibt jetzt so. Thank you.
Klingt schon mal sehr gut. Wir nehmen auch ein zweites Mikro, um das Ganze so ein bisschen vintage-isch, vintage-mäßig zu machen. Vintage-isch gibt es nicht das Wort. Vergiss es. Nehmen wir ein Ribbon, genau. Und das Ribbon machen wir erstmal direkt vor das Ding und ganz volle Kanne dran. Und hör mal, wie das klingt. Oh, das Mumm zu viel, müssen die Distance ändern. So, jetzt haben wir hier einen ganz wichtigen Parameter. Jetzt gehen wir nämlich hier in den Preamp und machen einen High-Cut. Das ist beim Jazz-Sound, also ist wichtig einfach. Ja? Machen wir einen harten High-Cut mit 18 dB und einen Low-Cut machen wir auch, damit es nicht mulmt. Den machen wir diesmal aber etwas zärter, weil Bassfrequenzen sind schon bei der Jazz-Gitarre ein bisschen wichtiger als bei normaler E-Gitarre. So, normal würde ich einen High-Cut nicht so tief ansetzen. Also normal würde ich eher so 6,5 wählen, 6500. Aber hier mache ich das, damit die hohen Frequenzen halt schön sind. Vielleicht machen wir doch ein bisschen weniger aggressiv und machen auf 12. Jetzt gucke ich mal, wie sich das anfühlt beim Spielen. Vielleicht versuche ich mal, diesen Gain-Ring dann nochmal ein bisschen hochzusetzen. Ich hätte gerne mehr mitten im Sound. Und ich finde das völlig okay. Ja, klingt gut. Was ich gerne ausprobieren würde, ich mache mal die beiden auf Mute und nehme ausnahmsweise die beiden, aber nur zum Vergleichen, ja, also nur zum Vergleichen, wie es klingt. Ich hätte jetzt gerne mal ein 10 Zoll, wie heißt der, Princeton. Hier, den da. Ich würde gerne hören, wie das klingt mit dem. Und zwar mit einem Ribbon direkt vorne dran. Bisschen weiter weg. Zu murm ich nochmal hier weg. Und jetzt nochmal vergleichen, die anderen beiden. Besser. Ja, manchmal muss man aber ausprobieren und manchmal findet man auch raus, dass das, was man ausprobieren wollte, halt einfach nicht gut klingt. Und ja, das passiert halt einfach. Gut. Ja, Jazz-Sound. Es gibt natürlich beim Jazz-Sound noch viele andere Möglichkeiten. Ich zeig dir jetzt gerade noch eine. Weil ich habe, als ich meine Jazz-Gigs gespielt habe, während im Studium, hatte ich einen Fender Blues Junior. Wir nehmen jetzt, also den finde ich jetzt nicht so geil, aber ich mache das mal so. Ich save das und gehe jetzt hier auf Scene 3 und wähle Channel B und das Ganze auch beim Cap. Und wir machen das jetzt mit einem Junior Blues, JR, JR Blues und den gibt es auch als Cab, als Diner Cab, glaube ich, genau, da ist er, Junior Blues. Und da habe ich natürlich, weil ich das einfach hatte, ein SM57 vorne dran gemacht, schön an den Rand. Und jetzt hören wir mal, wie das klingt.
Wahrscheinlich zu viel Gain. Ja, ist ein bisschen zu viel Gain. Ist so ein bisschen am Edge of Breakup. Ich mach den runter und mach den Level hoch. So, was ich hier gemacht habe, ich habe den Bass aufgerissen, den Treble runter. Und die Mitten waren auch recht hoch immer. Hörst du, dass der viel mittiger ist und er setzt sich beim Lead-Sound viel besser durch? Ist aber viel zu viel Höhenanteil drin. Deswegen setzen wir das noch ein bisschen rum hier. Zu laut ein bisschen. Viel zu laut. Ja, du musst immer aufpassen, wenn du Sounds vergleichst und der Sound, den du einwählst, ist lauter, dann unterbewusst denkt das Gehirn, es ist besser, weil es lauter ist. Ne? Du musst also gucken, wenn du Sachen vergleichst, immer genau die gleiche Lautstärke. Gefällt mir besser. Können wir auch direkt vergleichen jetzt hier. Speichere mal ab. Vielleicht gehen wir sogar noch hin, machen nochmal Junior Blues und nehmen noch ein Ribbon. Alleine. Beziehungsweise war jetzt der andere alleine, sorry. Schon gewundert, klingt gleich. Ein bisschen weiter weg, dass das Bassmurmeln weggeht. Den würdest du sogar ein bisschen verschieben. Dazu. Vielleicht sogar im Amp noch mal was drehen. Ein bisschen mehr Bass, ein bisschen mehr Mitten, ein bisschen weniger Höhen. Ein bisschen mehr Endstufensättigung. Und gucken, wie ist der High-Cut aus? Machen wir mal den High-Cut rein. Ja, finde ich viel besser als den JC. Also, weil es ist der Sound, den ich im Ohr habe, wenn ich früher im Studium Jazzgigs gespielt habe, mit genau dem Amp. Ja, habe ich nicht mehr, habe ich verkauft, aber ist eigentlich noch ein netter Amp. Gut, das war's zu Jazz Sound mit den Dynacaps. Und das ist die zweitletzte Folge. Und wir haben noch eine Folge und da besprechen wir den John Petrucci Sound beziehungsweise Mesa Heavy Sound. Progressive Rock Metal. Gut,
Wenn du das nicht verpassen willst, abonniere den Channel von G66. Am besten abonnierst du auch meinen Channel, @berndkills. Und genau, Kanal abonnieren, habe ich gerade gesagt. Ja, ist jetzt das 7. Video, was ich heute drehe, deswegen der Kopf ist schon so ein bisschen Matsch. Ansonsten vielen Dank dir fürs Zuschauen. Mach's gut und ciao.